Ja, hallo, ich bin der zweite Vorstand vom MMC Schweinfurt. Wir haben jetzt das 3-Stunden-Enduro der IGI, das wir hier austragen, mit einer Menge vom Startern im Hintergrund. Also ich denke, wir werden uns an den 200 Starter bewegen. Und ich freue mich, dass ihr da seid und einen Report über uns macht. Der Verein, der Mainfranken Motorsport Club, 1982 gegründet, ist ein Schweinfurter Verein, in Schweinfurt eingetragen. Deswegen habe ich heute die große Freude und Ehre, auch Schirmherr dieser Veranstaltung zu sein, und darf Sie in diesem Namen sehr herzlich hier an der Schwarzen Fürste bei Erlenbach begrüßen. Ich bin wirklich begeistert, beziehungsweise jetzt schon ein bisschen in Spannung, was mich jetzt hier als Premiere erwartet, denn ich bin gerade hier mit Ihrem oder mit dem Vorsitzenden des Vereins, Herrn Schad, die Strecke abgelaufen, und alleine das zu Fuß zu bewältigen, ist eine gewisse Herausforderung. Das Ganze jetzt mit der Maschine, also Respekt vor dem, was jetzt vor Ihnen steht und was Sie jetzt hier an Leistung bringen müssen. Ja, hallo, mein Name ist Roland Günster. Ich bin der erste Vorsitzende von der Interessengemeinschaft der Endurofahrer. Wir bestehen dieses Jahr seit 30 Jahren. Und wie gesagt, wie der Name schon sagt, Interessengemeinschaft. Es geht darum, den Endurofahrern eine legale Möglichkeit zu geben, ihren Sport, ihren tollen Sport auch auszuüben. Heute hier in der Schwarzen Fürste statt. Ist es auch ein Wettbewerb oder um was geht es, um irgendwas? Hier geht es auch um eine Meisterschaft. Also wir haben die Möglichkeit, oder die Fahrer haben die Möglichkeit, im Jedermannslauf einfach zu kommen, bezahlen, fahren, Spaß haben. Obendrein haben wir dann noch eine IGE-Meisterschaft, die auch durch unsere tollen Sponsoren, die wir haben, prämiert wird am Ende des Jahres, und zwar werden dann aus den jeweiligen Klassen die besten Fahrer halt entsprechend prämiert. Der Hauptpreis ist zum Beispiel ein It-Works Fahrrad im Wert von über 4.000 Euro. Ja, und dadurch haben wir natürlich auch, haben viele Fahrer großes Interesse daran, an der Veranstaltung auch teilzunehmen. Und wir haben also Veranstaltungen, da befinden sich die Fahrer zwischen 350 und 700 Fahrer, ja, je nach geografischer Lage. Ja. Wo kommen die Fahrer her? Aus ganz Deutschland? Ja, also früher kamen sie aus ganz Deutschland, aber heutzutage ist das ja irgendwie nicht mehr möglich. Die Autobahnen sind dermaßen voll. Mittlerweile gibt es auch mehrere lokale, lizenzfreie Veranstalter, sodass wir uns jetzt auf den Frankfurter Raum im Umkreis von 300 Kilometer beschränken. Da ist im Osten, da gibt es den SOC zum Beispiel. Es gibt in jeder Region eine eigene lizenzfreie Veranstalter, sodass wir uns jetzt praktisch darauf begrenzt haben, weil die Leute einfach nicht mehr übers Wochenende nach Passau, nach Reisersberg oder in Hobepark nach Bremerhaven fahren können. Das ist logistisch gar nicht mehr machbar. Finden Sie das Gelände hier an der Schwarzen Pfütze?
Das ist ein sehr interessantes Gelände. Wir waren ja als IGE schon sehr oft hier. Das ist vor allem Gelände, was immer befahrbar ist bei jeder Wetterlage. Was halt die letzten Jahre jetzt hier ich selbst ganz toll finde, ist, dass immer mehr der Enduro-Sektor hier rauskommt. Die machen sich viele Mühe und bauen wirklich echte Enduro-Sektionen. Das heißt, ob das eine Treppe ist oder Baumstämme oder sonst was mit jeweiligen Umfahrungen. Für die, die es halt nicht können, die können drumherum fahren, die haben dann einen weiteren Weg, dadurch Zeitverlust. Und die, die gut sind, die können die Abkürzung nehmen durch Hindernisse, was wiederum auch für Zuschauer oft sehr interessant ist. Herr Oberbürgermeister, haben Sie das Gelände so vorgestellt? Nein, das ist mein erster Besuch hier, natürlich auch nicht auf Schweinfurter Gemarkung. Wir sind hier im Landkreis Kissingen, aber der Motorclub ist ein Schweinfurter Verein in Schweinfurt eingetragen. Deswegen bin ich auch zuständig und wirklich hier mit großer Neugierde angereist. Und das übertrifft all meine Erwartungen. Also was hier geboten wird, auch an Gelände, das ist wirklich beeindruckend und lohnt einen Besuch. Jetzt waren Sie ja früher auch mal Gradmelder, wie ich gehört habe. Können Sie sich vorstellen, heute noch mal da durchzufahren? Also man darf das nicht unterschätzen. Die körperlichen Anforderungen sind wirklich außerordentlich hoch. Man muss eine große Kondition haben, man muss das Fahrzeug beherrschen. Also ich würde mich heute nicht mehr auf so ein Gerät setzen, ungeübt. Das ist ein echter Sport und den muss man wirklich auch gut vorbereiten und trainieren. Thank you.
Genau, alles ja. Könner. Das habe ich mir noch angelesen. Das heißt, man, die eigentlichen Motocross-Maschinen sind dann nochmal anders. Die eigentlichen Motocross-Maschinen haben eine kürzere Übersetzung, haben oft nur 4-Gang oder jetzt mittlerweile 5-Gang. Ja. In dem Enduro-Bereich machen wir jetzt 6-Gängen schon rum. Aha. Die Motocross-Maschinen, die haben kaiserstarke Lichtmaschine, weil sie da Lichter brauchen. Aha. Die sind von den Abgasanlagen lauter. Ja. Die Federwege sind härter, also Federelemente sind härter. Die Federwege sind oft anders konzipiert. Aha. Und bei einer Enduro ist es eigentlich so, dass sie auch wirklich im Straßenverkehr zum größten Teil teilnehmen könnte. Ja. Ja. Auf allen Plätzen ähnlich? Nee, die Strecke wird, wir bauen die Strecke einmal und dann kommt da einer, der nimmt sie ab
und dokumentiere die Sprünge, die Absprungkanten und damit geht es in die Versicherung rein. Ein T-Shirt überreichen. Jawohl. Von der Interessengemeinschaft der Endurofahrer. Vielen Dank. Wir stehen für legalen Motorsport, das heißt, wir sind auch gegen die, die illegal im Wald rumfahren. Also, deswegen gibt es uns überhaupt, also mit aus diesem Grund, damit den Motorsportlern die Möglichkeit halt noch gegeben wird, legal den Sport auch auszuüben. So, jetzt waren wir also hier am Gelände heute in der Schwarzen Pütze und ich sage euch, ich bin fix und alle da. Fix und alle. Das ist ja bald so anstrengend, das Rumlaufen wie das Fahren hier. Also, so wieder mal auf dem Heimweg machen. Schön war's, interessant war's. Und, aber jetzt reicht's auch. Sapralunden da. So. Mal gucken, die kann man da nochmal einstellen, ein bisschen höher vielleicht. Jawohl. Jetzt geht's heim. Ich sag euch, es ist ganz schön anstrengend. Ja. So, also Enduro-Gelände, Schwarze Füße. Meine Männer wissen wohin. Mit eurer Kraft. Arrrr! Mit der Enduro-Maschine. Ist WNGW vor Ort. Wer von uns auf unserem